Nithyananda und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Danke, dass ihr euch eingeschaltet habt. Heute wollte ich euch von der großen Möglichkeit, erzählen, die Swamiji gerade allen Inner Awakening Absolventen zur Verfügung stellt, und das ist das Volontieren am Mahasadashiva-Programm, das große Programm am Jahresende. Und das war bisher noch nie da. Wir haben bisher, gab es nur, dass man für das Programm bezahlt hat, sonst konnte man nicht teilnehmen, man konnte nicht volontieren. Und das wird jetzt zum ersten Mal angeboten. Und zwar, damit so viele Menschen wie möglich von diesem Programm profitieren können und den Einweihungen, die Swamiji macht. Denn wenn wir volontieren, können wir an allen Einweihungen teilnehmen. Und Swamiji möchte, dass wir dann schon am 15. September kommen. Das heißt, wir sind dann 3 Monate in seinem Atembereich, in seinem Umfeld. Und er ist im Hintergrund, ihr habt da vielleicht schon gesehen, da ist sein Stuhl, da sitzt er und gibt uns seine Energie. Also gestern Abend haben wir jetzt schon angefangen, hier vorzubereiten, das, was gemacht werden konnte für die paar Stunden. Und Swamiji hat genau in diesem Stuhl dort hinten gesessen. Und seine Gegenwart macht den Unterschied aus, was unsere Kraft angeht, unsere Energie angeht. Und er sagt, dass durch die körperliche Arbeit, die wir machen, wird der Körper vorbereitet, die spirituelle Energie von den Einweihungen zu halten. Und das, wenn wir 3 Monate in seiner Gegenwart sind, dann kann er auch unser ganzes Wesen darauf vorbereiten, die Energie besser zu halten. Also auch mit dem Abschließen, dass wir schon mit vielen Dingen abschließen. Wir machen ja auch regelmäßig Yoga, dass unser Körper stark wird, nicht nur durch die Arbeit, sondern eben auch durch das Yoga, Nithyananda Yoga. Es ist 3 Monate mögen jetzt lang erscheinen, aber wenn man bedenkt, es ist für das ganze Leben, sind 3 Monate aus einem ganzen Leben nicht viel. Und die Vorteile, das Gute, was es uns tut, das können wir jetzt gar nicht abmessen. Ja, und diese Möglichkeit, wie gesagt, gab es noch nie. Und ich kann nur jedem raten, das zu machen. Ich will euch ganz kurz nochmal zeigen, wie es jetzt hier aussieht. Gestern, als wir kamen, sah es wirklich richtig verheerend aus. Aber wir haben so viel geschafft. Wir sind ja auch etliche Leute hier, die helfen und daran aktiv daran teilnehmen, alles schön vorzubereiten. Und Swamiji hat gesagt, also wenn der wird dann, sobald es einigermaßen hier bewohnbar ist, wird er hier auch schlafen. Also er ist dann Tag und Nacht hier und alle Abteilungen im Ashram werden hier stattfinden. Also die ganze Vorbereitung vom Mahasadashivoham findet hier statt. Und das ist auch sehr interessant zu sehen, wie viel Einzelheiten in diese Planung von diesem Programm reingehen. Und ja, ich werde den Link für die Anmeldung angeben und auch die Daten für die nächsten 2 Inner Awakenings. Denn dieses Programm ist nur offen für diejenigen, die das Inner Awakening schon gemacht haben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und sagt, oh, ich möchte aber gerne lange im Ashram bleiben und daran teilnehmen, dann habt ihr die Möglichkeit, an einem der nächsten 2 Inner Awakening teilzunehmen. Einer kommt im September und das nächste im November. Ich werde auch die genauen Daten da unten angeben, und dann habt ihr die Wahl, was ihr machen möchtet, ja, wenn ihr noch nicht Inner Awakening gemacht habt. Es ist auf jeden Fall so, wenn ihr euch entscheidet, volontiert zu sein, dass ihr dann 2 Programme für den Preis von einem bekommt. Actually ist nicht wahr, denn das
ihr kriegt noch viel, viel mehr, denn das Mahasadashi Rohan Programm ist 25 Tage und kostet nochmal die Hälfte mehr als ein normales Inner Awakening. Also es lohnt sich wirklich zu sagen, das in Erwägung zu ziehen und zu sagen, lass mich das machen. Ja, super. Besonders ist es auch, macht es auch Spaß, mit mehreren zusammenzuarbeiten, zu sehen, wie aus dem Nichts fast ein super Programm entsteht, wie Räume entstehen, aus einer Gegend, das aussieht wie eine Verwüstung oder wie eine Baustelle. Und es formt auch Freundschaften, es formt das Miteinander, es formt das Einssein mit anderen. Und Swamiji, genau, hat gestern noch gesagt, dass die Inner Awakening, also diejenigen, die an dem Mahasadashi Roham Programmen teilnehmen, als bezahlte Teilnehmer, die haben ihn für 25 Tage. Aber wir haben ihn für 3 Monate. Was er in der Zeit machen kann für uns, er wird natürlich nicht die ganze Zeit mit uns sitzen und Prozesse machen, aber alleine seine Gegenwart, was da für uns innerlich passiert an spirituellem Wachstum, wirklich, das kann nur ein Avatar wissen. Ja, wir können das gar nicht erfassen. Also, dann mache ich erstmal Schluss für heute. Hoffe, dass ich viele von euch sehe. Hinterlasst eine Nachricht, wenn ihr Interesse habt, und schickt auch die Anmeldung ab. Bis dann, tschüss und nicht gern an damit.